Hallo zusammen! In diesem Video wird die Aufgabe 4 der API2 Sommerprüfung 2024 der Fachinformatiker thematisiert. Dabei handelt es sich um Lernfeld 7 und die cyberphysische Systeme. Das Szenario aus den vorigen Videos dieser Videoreihe ist weiterhin geblieben und nun die Ergänzung speziell zu dieser Aufgabe. Die Geschäftsführung der neuen GmbH möchte jetzt die Geschäftsprozesse auf den aktuellen Stand bringen und cyberphysische Systeme verwenden. Dabei sind folgende Änderungen bereits implementiert worden, und zwar alle Fahrzeuge wurden mit GPS-Trackern ausgestattet, die auf Basis von Onboard-Diagnosesystemen der zweiten Generation funktionieren. Da gibt es ein Sternchen hier in der Prüfung, und zwar das ist die Definition dazu, also mehr Informationen, was dieses OBD2 bedeutet. Auch alle Mitarbeiter wurden dann mit LTE-fähigen Smartphones oder Tablets ausgestattet. Darauf ist eine App installiert, die folgende Funktionen und Features enthält. Zum Beispiel die Arbeitszeiterfassung mit Urlaubsmanagementsystem, Krankheits- und Abwesenheitstage, Überstunden und so weiter und so fort. Da gibt es auch nochmal Kalender, die das Arbeiten im Team auch erleichtern und übersichtlich machen. Gruppenpläne sind mit dabei, Projektzeiterfassung insgesamt, wie der Projektstand und wie die sozusagen Projektablauf ist und wie die Stände so sind. Eine Chatfunktion ist auch noch mit dabei unter den Mitarbeitern und die Erfassung natürlich der Fahrzeugsdaten. Darauf kommt es ja an, das sind die wichtigsten Daten. Kraftstoffverbrauch, Motordrehzahl, verschiedene Fehlercodes und insgesamt war das jetzt eine halbe Seite als Beschreibung allein und erst jetzt kommt die Aufgabe 4.1, wo drei der folgenden vier Begrifflichkeiten, die in der IoT-Welt dann allgegenwärtig sind, sagen wir mal so, erläutert werden sollen. Also man hätte auch direkt fragen können, also Aufgabe 4 und dann direkt 4.1 ohne diese ganze Beschreibung. Aber die Prüfungskommissionen bei uns in Baden-Württemberg müssen sich an diesem Stil halten, damit es handlungsorientiert wirkt. Das kostet natürlich Zeit beim Lesen mitten in der Prüfung. Das muss Ihnen aber bewusst sein, dass Sie auch taktisch so vorgehen, weil diese Beschreibung brauchen Sie später in einer anderen Aufgabenstellung. Das heißt, die Kunst ist es, jetzt zu unterscheiden, welche Informationen brauche ich jetzt direkt und welche erst später. Kommen wir jetzt mal zu dieser 4.1 Aufgabe mit insgesamt also jeweils 2 Punkte pro Eintrag. Es wäre ja gar nicht mal so schlecht, wenn Sie das EFA-Prinzip kennen, ja, EFA-System oder EFA-Prinzip, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, die Abkürzung dazu. Und alle technischen Systeme basieren ja auf dieses Prinzip. Die Sensoren können wir jetzt als Eingabe des EFA-Prinzips betrachten. Dabei sind das ja, also die Sensoren sind ja, ja, elektronische Schaltungen, also physikalische Geräte und in Form von elektronischen Schaltungen. Die Umweltparameter, wie zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewegungen und so weiter und so fort, messen und in ein elektrisches Signal umwandeln. Bei bestimmten Sensoren erfolgt die Auswertung direkt, wenn die ja sozusagen alles in einer Schaltung kompakt kombiniert haben. Das heißt, so eine Mischung aus Eingabe und Verarbeitung in Form von einer Sensorschaltung. Also bei den Aktoren sind wir jetzt mal als Ausgabe dieses EFA-Prinzip. Ja, und die haben folgende Eigenschaft, das sind ja auch physikalische Geräte, die beliebige Werte von dieser Verarbeitungseinheit, also V-Verarbeitungseinheit, bekommen und diese je nach Wunsch in Bewegung, ja, Wärme, Kälte, Ton, Licht und so weiter. Also die konkreten Ausführungsformen wären Bewegung, das wäre beispielsweise ein Motor, Wärme, Heizung, Klimaanlage, Lautsprecher und irgendwie LED oder Lichtsteuerungs- oder Licht, einfach mal Licht, ja, Lampen in dieser Form ist mir gerade jetzt eingefallen.
Beim IoT-System handelt es sich um ein Sammelsurium aus verschiedenen Elementen, die zusammen zu einem an einem Netzwerk oder mehrere Netzwerke, in dem Fall im Internet, die Daten schicken. Das heißt, die sind ja angebunden an dieses Netzwerk. Und ein alltägliches Beispiel haben wir ja mit unseren Smartwatches, die über verschiedene Sensoren dann ausgestattet sind, beispielsweise Lichtsensor, Pulsmessung und so weiter und so fort. Und diese Daten werden beispielsweise zweck Gesundheitsanalyse erfasst und an die Cloud gesendet, beispielsweise je nach Hersteller. Wenn Sie einen Smartphone-Hersteller oder Smartwatch-Hersteller haben, der eine eigene Cloud hat, dann senden Sie eben diese Daten an diese Cloud, um über einen längeren Zeitraum ein Gesundheitsprofil von sich zu erstellen. Ja, sowas ist ja ganz praktisch, dass man halt so etwas dann hat. Und wichtig wäre jetzt, dass ich dann die Daten aus verschiedenen Plattformen angezeigt oder anzeigen kann. Das heißt, wenn die dann in der Cloud sind, dann kann ich das mit Hilfe des IoT-Systems Plattform und vor allem ortsunabhängig dann die ganzen Daten dann beobachten. Eigentlich wäre es das jetzt für die Punkte, aber ein Punkt gibt es ja noch, die Edge Computing. Und zwar, das können wir auch mal in der Erläuterung mitnehmen, das sind ja Computereinheiten, also das kann ja entweder als Server, Datenbanken, Rechenzentren, ganze Systeme und die Vernetzung selbst gehört ja dazu. Das heißt, die Verbindungen dazu, das gehört ja auch zu der Edge Computing, wie das Ganze dann umgesetzt wird. Der Begriff Edge deutet darauf hin, dass die Geräte direkt in der Nähe der Informationsquelle, sagen wir mal so, also zum Beispiel in dem Fall die Sensoren, die erzeugen ja die Daten. Und wenn ich ja Edge Computing betreibe, in der Nähe von den Sensoren, dann habe ich das ganz dicht daran. Hauptanliegen oder Hauptgrund, warum man Edge Computing betreibt, ist die Vermeidung von Verzögerungen oder Paketverlusten. Wenn ich das im Vergleich dazu ziehe, dass ich die Daten in der Cloud beispielsweise senden würde. Ja? Insbesondere wenn die Verbindung zu der Cloud dann unzuverlässig wäre, dann hätte ich natürlich auch viele Paketverluste und Verzögerung, und das wäre der Grund, warum ich Edge Computing betreibe. Natürlich, Datenschutzgedanke ist auch hier wichtig, wenn man beispielsweise der Cloud nicht vertraut und sagt, ja, okay, ich hätte gerne mal das Computing und die Auswertung lieber bei mir in der Firma. Daher betreibe ich auch entsprechend Edge Computing. Bei der Aufgabe 4.2 sollen zwei unterschiedliche OSI-Schichten jeweils, also für zwei OSI-Schichten jeweils zwei Protokolle erläutert werden oder nee, in dem Fall nur genannt werden. Am einfachsten sind die Schichten 3 und 4, die werden sehr, sehr oft im Netzwerkunterricht dann behandelt, beispielsweise IPv4 und IPv6 oder aber auch TCP/UDP. Müsste fürs Nennen dann reichen. Und recht, also wenn Sie jetzt beispielsweise auch andere Schichten betrachten. Recht bekannt ist die Art und Weise, wie IoT-Nodes angebunden werden, also einzelne Geräte. Da hatten wir ja schon mal beispielsweise hier Sensoren oder bestimmte Boards, wie die angebunden werden. Die können beispielsweise drahtlos per IEEE 802.11 Lösungen, also WLAN, LTE, NFC, Bluetooth, Zigbee und so weiter und so fort. Das wäre jetzt gehört diese Protokolle gehören ja zu der ersten Schicht, also die Bit-Übertragungsschicht, aber auch die Anwendungsschicht, also Layer 7. Da gibt es auch bekannte Protokolle im IoT-Kontext wie MQTT, haben Sie sicherlich auch im Unterricht schon mal gehört oder am besten verwendet, oder aber UA-Applications, also im OPC-UA-Kontext, haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört. Bei der Aufgabe 4.3 wird nach zwei Möglichkeiten gefragt, wie eine Kommunikation in geringer Reichweite realisiert werden kann. Und als erstes würde mir ja Bluetooth einfallen. Also hier müssen wir tatsächlich beschreiben und mehr dazu schreiben. Also Bluetooth, weil das bei der neuesten Generation oder Versionen, in dem Fall 5.4, ziemlich viele Vorteile mit sich bringt. Beispielsweise größere Reichweite.
Breite, eine Präzision, eine ziemlich gute Präzision und schont den Akkulaufzeit. Das heißt, wenn Sie jetzt mal Kopfhörer, drahtlose Kopfhörer haben und die haben verschiedene oder ältere Versionen, dann ist es jetzt kein Wunder, dass sie ja reduziert werden, weil die viel Akku brauchen im Vergleich zu den neueren Systemen, die ja ein bisschen teurer sind, aber demzufolge auch längere Akkulaufzeiten haben. Viele Hersteller setzen bei ihren IoT-Systemen das mittlerweile ein und also das spricht ja nichts dagegen, wenn die Datenrate jetzt nicht so wichtig ist, ja, weil bei Bluetooth ist beispielsweise hätte ich geringere Datenrate als beim, und das ist jetzt der gute Übergang zum WLAN. Beim WLAN hätte ich jetzt größere Datenrate und demzufolge kann ich entweder das 2,4, 5 GHz oder 6 GHz Band verwenden. Dabei muss beachtet werden, dass bei höheren Frequenzen aufgrund physikalischer Gegebenheiten die Dämpfung zunimmt und demzufolge auch eine begrenzte Reichweite ich dadurch erreichen kann. Dafür sind aber also bei höheren Frequenzen größere Frequenzbänder reserviert, die mir eine größere Bandbreite erlauben und demzufolge auch schnellere Datenübertragung möglich sind. Bleibt noch Aufgabe 4.4, wo die Informationsflüsse zwischen den einzelnen Einheiten, die hier gleich dargestellt werden, wo die Informationsflüsse dann dargestellt werden sollen. Dabei sollen Sie sich jetzt mal sich an Anlage 7 orientieren und das Ganze ja ausfüllen. Die Beschreibung dazu bräuchten wir aus der Aufgabenstellung. Also, dieser Block da, den brauchen Sie erst jetzt. Das heißt, ich hätte ja auch mal nichts dagegen, wenn man jetzt die Information zu dem Zeitpunkt braucht, erst dann lesen muss. Das heißt, deren Block hier müssten wir dann entsprechend hier lesen oder am besten, Sie können das Video kurz pausieren, um mal wieder sich an die Vorgaben zu erinnern. Und dann lege ich dann gleich los mit der Ergänzung der Anlage 7. Also insgesamt gibt es 8 Punkte drauf, damit man irgendetwas zeichnet. Und zwar, ich beginne jetzt mal, also alles, was in Schwarz war, war vorgegeben und alles, was in Rot ist, ist dann entsprechend mein Lösungsvorschlag. Ich beginne jetzt mit dem Steuergerät, das war ja gegeben und demzufolge ist das mit einem GPS-Tracker, also die Fahrzeuge sind mit einem GPS-Tracker ausgestattet und der sendet jetzt die Daten zu diesem GPS-Tracker via Kabel gebunden oder irgendwelche Bussysteme im Auto, je nachdem, wie das der Hersteller realisiert hat. Und wenn die jetzt mal hier übertragen wurden, dann sind diese GPS-Tracker auch LTE-fähig, sodass die Daten auch zum Smartphone übertragen werden können oder aber auch zum lokalen IoT-Broker. Ja? Ein Broker ist sozusagen die Einheit, wo ich dann meine Daten senden kann im IoT-Kontext, um sozusagen eine interne und schnelle Analyse betreiben zu können. Für also eine längerfristige Auswertung ist diese Spalte Big Data dann zuständig, wo eine größere Analyse, sagen wir mal so, betrieben werden kann und die Daten in einem Rechenzentrum gesendet werden. Und der Vorteil ist natürlich auch, ich kann von überall darauf zugreifen. Die sind in der Regel auch zuverlässiger als diese Systeme, weil diese Server, die an der Edge betrieben werden, es kann sein, dass ich dann nicht so viel Aufwand und Ressourcen da reinstecke, beispielsweise für den Schutz dieser Systeme, beispielsweise Backup oder Redundanzsysteme. Da sage ich zum Beispiel an dieser Stelle, naja gut, für die schnelle Auswertung ist es okay, aber wenn der ausfällt, dann gibt es immerhin schon Rechenzentren, die ja viel, viel besser ausgestattet sind. Ja, bei der Zentralisierung beispielsweise der Daten im Rechenzentrum, da werde ich viel mehr Geld in der Hand nehmen, um Datensicherungen, Verfügbarkeit und so weiter und so fort betreiben zu können. Und natürlich auch Archiv. Ja. Dass ich dann meine Daten langfristig dort behalten möchte.
Ja, bleibt nur noch zu erwähnen, dass die einzelnen Pfeile jegliche Kommunikationselemente enthalten, also nicht nur Kabel an sich oder halt ja, Übertragungsmedien oder Protokolle in dem Fall oder beispielsweise LTE, WLAN und so weiter und so fort, sondern auch enthält Access Points, Router und so weiter und so fort. Also jede Kommunikationseinheit. Ja, soweit zum Prüfungsteil Konzeption und Administration von IT-Systemen. Hoffentlich konnten Sie die so einige Informationen hier mitnehmen. Im nächsten Video geht es mit den nächsten 90 Minuten und zwar Analyse und Entwicklung von Netzwerken. Das ist sozusagen die gelbe Prüfung. Am besten ist es, wenn Sie diese Prüfung haben, das wäre natürlich am besten, dass Sie diese Prüfung selbst unter Prüfungsbedingungen lösen und sich dafür natürlich 90 Minuten ansetzen, bevor Sie die Lösungen ab dem nächsten Video sich mal anschauen. Für positives Feedback würde ich mich wie immer freuen. Bis zum nächsten Video und tschüss.